Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, ich und Aloy sind hier wieder mal back am Stessel. 736 Meter, ja Rayon. ein paar Meterchen haben wir noch bis zum Turm. Wir müssen da hoch anscheinend, wie es aussieht, ne? Ah, schön. Ich fühle mich gut mit dem OP-Bogen. Aber ich kann mich durchquetschen. Alter, guckst du den Feuerschaden an, was? Schön. Bin ich durch die Lücke. Alles klar. Was ist das hier? Heftig. Identity-Scan wird durchgeführt. So jetzt schon wieder. Komm schon. Bitte. Genetisches Profil bestätigt. Zutritt autorisiert. Guten Tag, Dr. Sobeck. Bitte treten Sie ein. Was? Was? What? Also ja geil, aber was? Out. Was? Suche nach Informationen über Elizabeth Sobeck. Nice. Dr. Sobeck, Sie kommen 355.510 Tage zu spät zu Ihrem Treffen mit Mr. Farrell. Bitte in den 34. Stock. Wie bitte? 350.000? Das sind doch hunderte von Jahren. Ja. Was ist hier los? Was hat sie gesagt? 315.000? Oder wie? 315.000? Es kann nicht 315.000 Jahre zu spät sein. Oder Tage. 315.000 Tage, glaube ich, hat es geheißen. Nicht Jahre. Fick dich! Spiel! Alter, ich bin gerade so geflasht. Ich bin so geflasht gerade. Läuft die Aufnahme? Ja. Einmal 8 Oktaven höher, der Rayon. B. Was ist das hier? Alter, das war eine epische Sequenz gerade, wie die Tür einfach aufging. Aloy dachte sich, joa, das funktioniert ja nie. Und dann... But! Willkommen, Dr. Sobeck. Treten Sie ein. Alles easy. Alles geregelt. Identity Scan akzeptiert. Sehr schön. Die Protokolle nutzen mehrfach verschränkte Wellenformen. Quantenverschlüsselung, Black Quartz, sicherer als beim Militär. Das wollten Sie haben. Also haben wir das auch geliefert. Wer es programmiert hat, der kann es auch hacken. Wir brauchen nur eine Backdoor. Laden Sie das neueste Service Pack hoch und das Problem ist gelöst. Sie haben uns ausdrücklich untersagt, irgendwelche Backdoors im Code zu lassen. Jedes Protokoll auf Black Quartz Standard. Ihre Worte. Gut, wenn ich Prognosen schönen soll, ist das keine große Sache. Ich brauche keine frisierten Prognosen. Ich brauche einen Weg, die Kontrolle über den Harz-Timor-Schwarm zurückzubekommen. Was soll ich dazu sagen, Ted? Sie wollen das Unmögliche. Codes. Sie brauchten also irgendwelche Codes, um die Maschinen zu kontrollieren. Aber sie verloren die Kontrolle. Klingt übel. Das klingt auf jeden Fall mehr als übel. Oh! Danke dir. Ich will auf jeden Fall keine von diesen Messages hier übersehen. Auf jeden Fall will ich alles mitnehmen aus dieser... Einheit hier. So heftig. Das ist so krass. Ich bin gerade so geflasht. Ich kann nicht mehr klar reden, Leute. Ich bin wie so ein kleines Kind im Spieleparadies. Oh. Drüben ist wieder was. Okay, das ist einfach nur die B-Einheit, alles klar.
Gehe ich eigentlich gerade richtig oder gehe ich gerade zurück? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier langlaufe gerade. Hier ist eine Sackgasse, alles klar. Oh, nice. Ein Zeichen, dass wir hier noch nicht waren? Mehr kann ich nicht tragen. Was? Was will uns denn? Gesundheitstank sind voll. Ja, ist mir klar. Hier ist nirgends eine Sprachaufzeichnung oder so, ne? Nee, okay, okay. Was ist hier? Das flackert so komisch. Ah, wo muss ich jetzt genau hin? Ich meine, hier ist Sackgasse. Ja, hier ist Sackgasse. Ein Todbringer. Oder zumindest eine Statue davon. Eine Maschine, die zum Töten gebaut wurde. Oh ja. Und sie haben sie verehrt? Willkommen bei Pharaoh Automated Solutions, wo alle Probleme von morgen schon heute gelöst werden. Mit mehr als 25.000 menschlichen Angestellten in unseren Firmensitzen auf der ganzen Welt ist Pharaoh globaler Marktführer in jedem Bereich der autarken, vollautomatisierten Technologie. Von revolutionären Verbrauchsgütern für jedermann, wie dem Pharaoh Focus, bis zu den Chariot-Robotern zur Friedenssicherung, die in Konfliktgebieten weltweit für Ruhe sorgen. Pharaoh setzt alles daran, dass die Zukunft sicherer wird, heller, besser und immer überraschend. Pharaoh Automated Solutions. Für jedes Problem im Leben die passende Lösung. Sie haben also den Fokus gebaut. Und noch ganz viel anderes Zeug. 20.000 Menschen? Das ist größer als ein Stamm. Sie haben also Maschinen hergestellt. Und Geräte. Sowas war in Ihrer Welt wohl normal. Oh ja, in unserer Welt ist das normal. Alles klar. Nee, wir lassen das nicht durch. Das könnt ihr euch quasi... Das können wir mal in der Special-Folge alles durchlesen. Aber ich will hier weiterkommen. Was war das hier? Was wurde hier gemacht? Das war ein Unternehmen. Eine Gruppe von Leuten so ähnlich wie ein Stamm. Und sie bauten Maschinen. Ja, weiter. Ich habe ein paar Dateien auf deinen Fokus geladen. Sie werden dir helfen, alles zu verstehen. Ach komm, wir müssen das machen. Textatmung. Biografie Elizabeth Sobeck. Ach du Scheiße, das ist lang. Leute, das müssen wir uns jetzt geben. Das müssen wir. Elizabeth Sobeck, geboren 11. März 2020. Das ist nicht mal lange hin. Ist eine amerikanische Wissenschaftlerin, Robotertechnikerin und Ingenieurin, die allgemein als einer der klügsten Köpfe des 21. Jahrhunderts angesehen wird. Geboren und aufgewachsen in der Nähe von Carson City, Nevada, schrieb sie im Alter von 13 Jahren an der Stanford University ein und erreichte bereits mit 16 Jahren den Bachelorabschluss in experimenteller Physik und Computerwissenschaften. Den Doktorgrad erlangte sie im Jahr 2040 an der Carnegie Mellon University in den Bereichen Robotik und KI-Design. Im selben Jahr fing sie als Nachwuchswissenschaftlerin bei Pharaoh Automated Solutions an, wo sie innerhalb von 2 Jahren im Alter von 22 zur leitenden Wissenschaftlerin aufstieg. In den nächsten 8 Jahren spielten ihre grünen Robotermodelle Grüne vor allem, ja? Ja, ja. Mhm. Was bedeutet genau Grüne? Ja, egal. Eine entscheidende Rolle bei den Umweltsanierungs- und Entgiftungsbemühungen der Rückförderung und machten FAS, wie man das genau ausspricht, weiß ich nicht, keine Ahnung, zum führenden Unternehmen in diesem Bereich. Im Jahr 2048 trat sie überraschend von ihrem Posten der FAS, Rayon. Ich bin es nicht gewohnt, so viel zu lesen. Zurück und protestierte damit gegen die neue Ausrichtung des Unternehmens auf automatisierte Militärtechnologie. 2049 gründete sie Mirion Technology, ein Unternehmen, das sie auf lebensbejahende Robotertechnik und andere Technologien konzentriert.
Mirian hat sie seitdem zu einem der weitgrößten Lieferanten umweltfreundlicher Roboter entwickelt und zahlreiche Preise und Auszeichnungen gewonnen. Darunter den Nobelpreis für Physik im Jahr 2053 und den Rachel Carson Award für ökologischen Fortschritt im Jahr 2056. Das ist alles bald, Leute. Das ist nicht mehr so lange hin in unserer Zeitrechnung. Ted Farrod. Theodor Ted... Ach komm, das brauchen wir uns nicht alles durchlesen. Das sind nur die Daten von den Typis. Ich scroll das jetzt einfach mal runter und dann könnt ihr es durchlesen, wenn es euch interessiert. Könnt ihr mal pausieren und so. Denn ich will das Let's Play jetzt nicht unnötig in die Länge ziehen. So, FAS. Ich scroll wieder nach unten. So. Schreibt mir in die Comments, wenn ihr es wirklich durchlässt. Definition Unternehmen. Wir wissen, glaube ich, alle, was ein Unternehmen ist. Empfangsprotokoll. Ja, könnt ihr euch durchlesen, könnt ihr euch durchlesen. Leute, es geht erstmal weiter. Ich finde schon ziemlich geil, wie das hier geschrieben ist. Also man kann ja wirklich als Aloy quasi herausfinden, was da wirklich damals passiert ist. Aber ich meine, die Texte sind auch so geschrieben, dass erklärt wird, was ist ein Unternehmen, pipapo und so weiter. Das braucht man jetzt nicht unbedingt geben, oder? Ich meine, ihr könnt es euch durchlesen. Ich gebe euch ja die Möglichkeit, das durchzulesen, aber ich will das LP unnötig in die Länge ziehen. Nee, das ist so cool. Kein Platz. Es sei denn, ihr wollt das unbedingt. Dann könnt ihr mir das natürlich in die Comics schreiben, wenn wir mehr lesen sollen. Sie riecht nach gar nichts. Nicht mal modrig. Nach nichts Natürlichem. Noch ein Einsturz. Ich spiele so einen Textdatei. Yep. Schreibt mir in die Comments, wenn wir mehr lesen sollen. Ich bin eigentlich nicht so der Typ, der alles durchliest, weil man merkt ja trotzdem alles von der Story. Man kriegt ja trotzdem alles mit. Also von dem her muss man das nicht unbedingt machen. Es sei denn, ihr schreibt mir das in die Comments, dann können wir das auf jeden Fall machen. Fuck you! Ich kann das bestimmt als Rampe benutzen, um wieder hochzukommen. Ja, bestimmt. Also wenn ihr mir das in die Comments schreibt, natürlich, dann können wir das natürlich machen. Könnte ich hier hochklettern. Ja komm, jetzt, Elo, lass mich da rausreden. Denn ich denke mir, auch für euch ist es wahrscheinlich interessanter, wenn wir einfach storytechnisch alles durchmachen. Und nicht, wenn wir... Fick dich, Spiel! Und nicht, wenn wir einfach 20 Minuten irgendwie einen Text vorlesen. Weil da ist sau viel Text. Also einfach mal eure Meinung in die Comments dazu und... Ich bin jetzt ganz unten, ne? Okay, Doc ist auch hoch. Oh, sehr schön, danke. Dankeschön, Spiel. Fick dich, Spiel, jetzt lass mich hoch hier! Dreckslöcher! Komm, Halo! Und ja. Kann ich da. Ah, ich kann hier hoch, sehr schön, danke. Sehr reizend. Du bleibst bitte ganz lieber weg, danke. So viel zum Thema leichtes Gepäck. Stärkungstrank hätte ich doch ganz, echt ganz gern. Ach, der Zünder kann mich mal. Komm ich irgendwo? Nee, ne? Kann mich da festhalten? Also ich komme da nicht runter, Okay, und hier geht's auch nicht weiter. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich in die andere Richtung. Ah, das ist schon ein bisschen verschwirrt gebaut hier. Komm ich da rüber? Ey, Leute! Was ist das? Alter, hältst du dich bitte fest hier? Nee. Ich will... Nicht ja! Aloy! Ich hasse Jump'n'Runs! Warum baut ihr Jump'n'Runs ein? Ihr wisst, dass ich das nicht kann! Oh. Nein, es gibt keinen Zeitraffer! Aloy, komm, beeil dich jetzt hier! So, da dran. Da will ich hier rüber. Sehr schön. Ach, die Leute immer mit ihrem Jump'n'Runs. Wir sind ja nicht bei Lara Croft, wir sind hier bei Horizon! Lasst mich hier ruhen mit eurem Kack-Jump'n'Runs. Gebt mir Action und Story, aber keine Jump'n'Runs. Ach Gottchen. Dankeschön, liebes Spiel.
Wir wissen, dass hier eine Leiter ist, aber ich weiß nicht, ob wir dahin müssen. Das davon sieht wichtig aus. Was ist das? Als wenn das nichts ist. Das ist etwas. Der BOR-7 Horus. Stellen Sie sich vor, dass Ihr gesamtes Einsatzökosystem von einem lernenden Hochgeschwindigkeitsmaschinennetzwerk verwaltet wird. Ob Sie Gefechtsverluste ausgleichen müssen oder eine Truppenverstärkung ansteht. Die eingebaute Produktionsfähigkeit des Horus sorgt dafür, dass Sie nie wieder auf die nächste Waffenlieferung warten müssen. Passen Sie die Truppenparameter an und der Horus stellt Zusatzeinheiten her, um die Reihen aufzufüllen. Und das zu einer erschwinglichen Lizenzgebühr pro Einheit. Zwischenzeitlich sorgen die Biomasse-Umwandlungssysteme anderer Chariot-Modelle dafür, dass der Horus mit Treibstoff versorgt und repariert wird, sodass er allzeit bereit ist. Damit verfügt er über eine höhere Betriebstoleranz als jedes Konkurrenzmodell der Titanenklasse. Alles klar. Was gibt's hier? Der ACA-3 Scarab vereint konventionelle und Informationskriegstechnologie in einem Paket. Konzipiert als Hochgeschwindigkeitsaufklärer für jedes Gelände, bietet er die weltweit höchste Überlebensfähigkeitsrate unter den autonomen Einheiten der Speerklasse. Vielleicht liegt es an den Notfall-Biomasse-Umwandlungssystemen des Scarab, durch die er immer wieder in seine Basis zurückfindet, selbst wenn seine Treibstoffversorgung unterbrochen wurde. Oder es liegt an seiner Fähigkeit, feindliche Roboter dem eigenen Netzwerk zu unterwerfen. Das ist echte Truppenvergrößerung. Dazu kommt der Manipulator-Greifarm, der eine Vielzahl von Funktionen erfüllt. Vom umfassenden nicht-letalen Aufruhrmanagement bis hin zu chirurgischen Reparaturen verbündeter Chariot-Modelle. Das macht den Scarab zum Arbeitstier jeder hochmodernen Friedenssicherungsflotte. Der Verderber. Feindliche Roboter dem eigenen Netzwerk unterwerfen. Als ob er so Maschinen verderben kann. Oh ja, und anscheinend gab es einen Krieg zwischen Maschinen. Also Menschen, die gegeneinander gekämpft haben und quasi nur ihre Maschinen in den Kampf geschickt haben. Oder jedenfalls einen Großteil von Maschinen in der Armee. Das ist... Ah, das ist so falsch. So hat alles angefangen damals. Jedenfalls hat sie zwar... FSP-5 Kopesch ist die perfekte Universallösung für ultimative Kampfkraft. Oh ja. Das verwendete Metamaterial bietet eine unübertroffene Rückstoßdämpfung, sodass jedes Waffenpaket eingesetzt werden kann, das Ihrem Budget und Ihrem Konfliktlösungsprofil entspricht. Patentierte Biomasse-Umwandlungssysteme ermöglichen erweiterte Notfalleinsätze bei minimalen Umweltauswirkungen. Die multilineare Zielerfassung bietet simultane Echtzeitbedrohungsanalyse und juristische Überprüfung bei autonomen Inlandseinsätzen. Die Kontrolle kann aber auch dem neuralen Schwammnetzwerk für waffenfreie Gewaltanwendung überlassen werden. So oder so, wenn die Lage nach schwerem Gerät ruft, ist es Zeit für den Kopesch. Der Todbringer. Das war also ihr Schläger. Ultimative Kampfkraft, allerdings. Das ist mehr wie ultimative Kampfkraft, das ist... Ah, das ist alles so falsch. Leute, steuern wir in Wirklichkeit wirklich auf dieses Szenario hin? Wenn ja, steht uns nichts Gutes bevor. Wenn das wirklich unsere Zukunft sein soll, ich weiß... Nee. Ja gut, wenn meine sind wir ja selbst schuld, aber trotzdem. Nee, bitte nicht. Menschheit, tut das nicht. Ich kann mich hier nicht abseilen. Was ist das denn? Ich bin hier hochgekommen, oder? Müssen wir da runter? Nee, wir müssen nicht runter, wir müssen hoch. Verdammt nochmal. Wir müssen hoch. Hier hoch. Das scheint der Weg hinauf zu sein. Ja. Oder was davon übrig ist. Ach. Was kriegen wir schon hin, Aloy? Du bist ja sowas wie ein Lara Croft-Verschnitt, nur in hübsch. Nichts gegen Lara Croft, aber ich finde Aloy am längsten hübsch. Das wird ein weiter Weg nach oben. Fast überall gefrorenes Metall. Gefrorenes das Obig macht Metall. Es mir nicht leicht. Was können wir nicht mitnehmen? Kühlsaft und Schockfalle. Ja, cool. Ist okay. Kühlsaft kriegt man ja überall nachgeschmissen, also von dem wenn her. Wenn Pflanzen sich hier oben festhalten können, werde ich es wohl auch schaffen. Natürlich. Sei die Pflanze, Aloy. So, hier oben runterfallen wäre, glaube ich, fatal, ne? Komm schon, Aloy. Alter, wie
hoch das Teil einfach ist. Okay, vielleicht hätten wir uns von dem Banuk was leihen sollen. Was meinst du, Elle? Was ist das hier? Alter! Eloy! Mach keine Scheiße! Was ist das denn? Eine Krise, die anfing, als sie nicht autorisierte Angriffsoperationen gegen Roboter und Mitarbeiter des Harz Timor Energiekonzerns startete. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass diese Krise übertrieben wurde. Wurde sie leider nicht. Die Friedenswächter haben nicht auf Rückzugkurs reagiert und alles deutet darauf hin, dass sie sich gerade rasant replizieren. Ich kann Ihnen versprechen, und ich gebe hier mein Ehrenwort, dass ich bereits alle verfügbaren Ressourcen eingesetzt habe, um dieses Problem schnell zu lösen. In den nächsten Tagen oder Wochen übles Gerede über das Unternehmen. Denken Sie daran, wir werden diese Krise überwinden. Es wird vorbei sein. Friedenswächter, so haben Sie Ihre Maschinen genannt? Sie wurden doch für den Krieg gebaut, nicht für den Frieden. Oh, das ist wahrscheinlich einer der falschen Ansichten der Menschheit. Gewalt mit Gewalt bekämpfen. Leute, schreibt mir dazu eure Meinung in die Kommentare. Ja, die Folge ist schon vorbei. Mensch, wie die Zeit vergeht. Das ist unglaublich. Ich merke es ja selber. Das ist unglaublich. Ey, was sagst du dazu? Die ist kalt, ne? Da hätten wir uns wirklich von dem Banuk was leihen sollen. Leute, schreibt mir konstruktive Kritik und alle eure Gedanken in die Kommentare zu dieser ganzen Story hier. Wenn ihr irgendwelche Stories, Infos oder so habt, die wir übersehen haben, einfach rein in die Kommentare. Aber nicht spoilern oder so. Einfach nur eure eigene Meinung und euer Feedback einfach. Lasst die Bewertung da, guckt bei den anderen Projekten und Dudes vorbei. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.